Sarah Wagenknecht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, also wenn selbst der ehemalige Vizekanzler, immerhin Mitglied einer der Koalitionsparteien, sich inzwischen fragt, ob die handelnden Akteure in dieser Regierung völlig wahnsinnig geworden sind, dann kann man so eine Kritik als Opposition eigentlich nicht mehr toppen. Und deswegen schließen wir uns hier ausdrücklich dieser Frage von Herrn Gabriel an. Was Sie hier abliefern, ist eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, und es ist blamabel gegenüber unseren europäischen Partnern. Wir würden es ja noch mit Sympathie verfolgen, wenn die Koalition darüber streiten würde, was man gegen die unverändert ansteigende Altersarmut tun kann oder gegen die unverändert dramatische Situation in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen oder gegen den ungebremsten Mietwucher, der nach wie vor Familien aus den Innenstädten verdrängt. Wenn Sie darüber streiten würden, dann hätte man doch wenigstens noch das Gefühl, dass Sie sich mit den realen Nöten der Bevölkerung beschäftigen würden. Aber zu all diesen Themen fällt Ihnen leider seit langem schon nichts mehr ein. Ja, auch Asyl und Zuwanderung gehören zu den Problemen, die die Menschen bewegen. Aber auch da geht es Ihnen doch nicht darum, irgendetwas zum Besseren zu verändern. Es geht doch um nichts als um die Torschlusspanik der CSU vor der bayerischen Landtagswahl und um Symbolpolitik. Das ist doch alles, worum es geht. Was würde sich denn konkret verändern? Was würde denn die Zurückweisung registrierter Asylbewerber an der deutschen Grenze tatsächlich verändern, wenn Deutschland im Alleingang beschließt, zurückzuweisen? Dann werden andere Länder eben im Alleingang beschließen, nicht mehr zu registrieren. Und das haben sie dadurch gewonnen, außer dass sie neuen Sprengstoff für die innereuropäischen Beziehungen gelegt haben. Und ich finde, Herrn Seehofer kann ich ja leider nicht fragen, aber ich finde, man muss die CSU schon fragen. Nehmen Sie überhaupt noch wahr, dass es noch eine Welt außerhalb von Bayern gibt? Und dass in dieser Welt gerade ein von den USA angezettelter Handelskrieg gefährlich eskaliert, mit Zöllen, mit immer neuen Sanktionsdrohungen, und dass es elementar für unseren Wohlstand sein wird, ob Europa darauf eine gemeinsame Antwort findet oder nicht? Und ist Ihnen auch nicht aufgefallen, dass in dieser außerbayerischen Welt gerade der nächste Krieg vorbereitet wird, nämlich der Krieg gegen den Iran? Und dass die Vereinigten Staaten den Nahen Osten ungeniert weiter destabilisieren, mit allen schlimmen Folgen, die dann nicht zuletzt Europa tragen muss. Vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, sollten Sie nicht ganz vergessen, dass es auf dieser Welt noch ein paar Probleme gibt, die größer sind als der Bayerische Landtag. Und jetzt, ja, wenn Sie die Flüchtlingszahlen wirklich reduzieren wollen, dann folgen Sie doch endlich den Vorschlägen, die wir hier immer vorgetragen haben. Dann hören Sie auf, völkerrechtswidrige Interventionskriege zu unterstützen, die ein Land nach dem nächsten in ein Failed State verwandeln. Dann hören Sie auf, sich von Rüstungslobbyisten schmieren zu lassen und immer neue Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Das sind doch die eigentlichen Ursachen. Aber bei dieser falschen Politik, ist diese desolate Koalition ja leider erschreckend einig. Und das ist das Kernproblem. Und dass Sie inzwischen noch nicht mal mehr davor zurückschrecken, mit islamistischen Warlords in Libyen, die Menschenrechte mit Füßen treten, die foltern und vergewaltigen, mit denen zusammenzuarbeiten, ich finde, das ist wirklich das Allerletzte. Und so erfreulich es ist, dass Sie, Frau Merkel, neuerdings Wert auf europäische Regelungen, europäische Lösungen und Abstimmungen mit unseren europäischen Partnern legen. Der Scherbenhaufen, vor dem Sie in Europa stehen, das ist doch der Scherbenhaufen Ihrer Politik.
Sie haben doch das Porzellan zerschlagen und unsere europäischen Partner immer wieder gegen sich aufgebracht, mit ihren Alleingängen, mit ihren erratischen Entscheidungen, mit deutscher Selbstgefälligkeit und Rechthaberei. Denken Sie, das haben die anderen vergessen? Denken Sie, die Mittelmeeranrainer haben vergessen, wie lange sie im Rahmen des Dublin-Systems mit den Flüchtlingen alleingelassen wurden und dass Deutschland damals kein bisschen solidarischer war als heute Ungarn oder Polen. Oder meinen Sie, unsere Partner wissen nicht mehr, wie selbstherrlich sich die deutsche Regierung in der Eurokrise aufgeführt hat? Ich darf an den Spruch von Herrn Kauder erinnern. In Europa werde wieder Deutsch gesprochen. Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, wie das damals in Rom und Paris angekommen sein muss. Und auch die Griechen dürften noch gut in Erinnerung haben, wie Sie und Herr Schäuble ihnen drastische Kürzungsprogramme aufgezwungen haben, die ein ganzes Land in die Armut gestürzt haben, als Preis für Rettungsmilliarden, die vor allem an deutsche und französische Banken geflossen sind. Und glauben Sie, die Franzosen und die Italiener, die wissen nicht, dass das deutsche Lohndumping unseren Exportkonzernen unlautere Wettbewerbsvorteile verschafft und dass das bei ihnen zu Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit führt? Dass heute in vielen europäischen Ländern Wahlen mit Kritik an Deutschland gewonnen werden können, das ist doch das Ergebnis Ihrer Politik, Frau Bundeskanzlerin. Helmut Kohl hatte schon 2011 in einem Interview davor gewarnt, dass Sie keinen Kompass und auch keinen Führungs- und Gestaltungswillen haben und dass Deutschland im Ergebnis Ihrer Politik irgendwann isoliert dastehen wird. Und er hat leider Recht behalten. Und wenn Sie das ernsthaft korrigieren wollen, dann müssten Sie weit mehr tun, als für europäische Lösungen in der Flüchtlingsfrage zu werben. Dann wäre zum Beispiel ein Mindestlohn von wenigstens 12 Euro statt der mickrigen Steigerung, die gerade wieder beschlossen wurde. Oder eben ein Verbot von Leiharbeit, von Werkverträgen, also der Lohndrückerei mit Leiharbeit und Werkverträgen. Das wäre nicht nur ein Segen für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Das wäre auch ein echter Beitrag zum Zusammenhalt der Eurozone. Und das wäre letztlich auch wirkungsvoller als Ihr mit Herrn Macron ausgehandeltes Eurobudget, das der Ökonom Thomas Piketty zu Recht einen vagen, ambitionslosen Kompromiss genannt hat. Piketty schlägt übrigens, wie wir, zur Finanzierung öffentlicher Investitionen eine Steuer auf die großen Vermögen in der Eurozone vor. Und da fragt man sich schon, weshalb kommen solche Vorschläge eigentlich nie von der SPD? Weshalb überlassen Sie seit Monaten der Union die Hoheit, die Themen zu setzen, statt auch nur einmal mit einer substanziellen sozialen Forderung den Konflikt zu suchen? Und mit der Union auf den Konflikt zu gehen, das wäre doch im Übrigen auch außenpolitisch längst überfällig. Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Klaus von Donani hat doch recht, wenn er in einem aktuellen FAZ-Artikel empfiehlt, ich zitiere, wenn Amerika seine Alleingänge in unserer Nachbarschaft fortsetzen will, dann muss Europa die NATO in ihrer heutigen Form politisch in Frage stellen und seine eigenen unabhängigen außen- und verteidigungspolitischen Entscheidungen treffen. Soweit Zitat Klaus von Donani. Für diese Forderung wurden wir von Ihnen regelmäßig als regierungsunfähig beschimpft. Aber sie ist doch richtig. Und deswegen setzen Sie sich doch lieber für solche Forderungen ein, als bedingungslos eine Kanzlerin zu stützen, die im Unterschied zu ihren Amtsvorgängern der US-Politik immer nur kritiklos hinterhergelaufen ist, die bis heute die Russland-Sanktionen verteidigt und die auf dem NATO-Gipfel den irren Aufrüstungsforderungen nachkommen will, die für Deutschland Mehrausgaben von über 30 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Und das ist übrigens genau der Betrag, der zusätzlich für eine gute Bildung in unserem Land investiert werden müsste, wenn wir wenigstens den Durchschnitt der OECD-Länder in dieser Frage erreichen wollten. Aber
Sturmgewehre und bewaffnungsfähige Drohnen, die sind Ihnen offenbar wichtiger als zusätzliche Lehrer und gut ausgestattete Schulen. Und ich finde, das sagt alles über diese Regierung. Und deswegen brauchen wir endlich einen politischen Neuanfang. Beenden Sie dieses Konjunkturprogramm für Politikverdruss, das nur dazu führt, dass sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden. Wir wollen das nicht, und deswegen wollen wir eine andere Politik in diesem Land. Jetzt hat das Wort die Vorsitzende von Bündnis 90.